Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Für den Getriebeölwechsel brauchst du einen Getriebereiniger und einen Kanister mit Getriebeöl. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie einen Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du den Vakuumbrecher sehen, mit dem du den Getriebereiniger in das gebrauchte Getriebeöl einarbeiten kannst. Öffne die Kappe des Vakuumbrechers. Halte einen Trichter bereit. Vor jedem Getriebewechsel empfehlen wir dir, Getriebeölreiniger ins gebrauchte Öl zu geben. So kannst du Ablagerungen und Verschmutzungen im Getriebe als Vorbereitung auf den Ölwechsel wirksam entfernen. Gib dann den Getriebereiniger hinzu. Dazu brauchst du etwas Geduld, denn es kann lange dauern, bis die Flüssigkeit durch den Schlauch mit dem kleinen Durchmesser fließt. Sei kein Rüpel wie wir, geh es langsam an. Sobald das Produkt hinzugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Bring die Vakuumbrecherleitung wieder an. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Für den Getriebeölwechsel musst du die Vorderseite deines Fahrzeugs anheben, um das linke Vorderrad zu entfernen und an die Ablassschraube zu gelangen. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt, das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Dann kannst du das Rad abnehmen. Vergiss nicht, es unter den Wagen zu schieben. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um an den Einfüllstutzen für das Getriebeöl zu gelangen. Löse die Halteschrauben der Schutzbleche mit einem Torx 30 Schraubendreher, einer Ratsche und einem 10er Steckschlüssel. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Achtung, verwechsle die Ablassschraube des Getriebes nicht mit jener des Motoröls. Lockere die Ölablassschraube zuerst mit dem Schlüssel und schließe das Abschrauben von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Ersetze die Dichtung für die Ölablassschraube durch eine neue und schraube dann die Ölablassmutter wieder an. Zuerst von Hand, dann schließlich mit einem Schlüssel, aber ohne es zu übertreiben. Du musst wieder Öl ins Getriebe geben. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bei diesem Fahrzeug befindet sich die Einfüllöffnung auf der Fahrerseite am Ende des Getriebes gegenüber dem Kühler. Schraube den weißen Plastikdeckel von der Einfüllöffnung des Getriebes ab, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst. Verwende zum Befüllen einen Trichter und einen Plastikschlauch. Führe ihn in die Einfüllöffnung ein. Fülle das Öl wegen des Durchmessers des Rohrs nur stoßweise nach. Bei diesem Fahrzeug erfolgt das Niveau des Getriebes durch Überlauf, wobei das Fahrzeug auf dem Boden steht. Dies kann einige Zeit dauern. Dein Füllstand gilt also als perfekt, wenn das Öl aus der Fahrzeugöffnung auf den Boden überläuft. Schraube die weiße Plastikkappe wieder fest. Setze die Abdeckung vom Kurbelgehäuse wieder ein. Du kannst dann das Rad wieder an deinem Wagen anbringen und ihn wieder auf den Boden stellen. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!